So, einen wunderschönen guten Morgen bei uns am zweiten Expo Realstand. Herzlich willkommen zu unserer kurzen Diskussionsrunde. Hallo, ja, ihr diskutiert schon, ich weiß. Aber was anderes. Nachhaltige Architektur der Zukunft. Genau, ihr müsst hier ein bisschen jetzt Disziplin üben vorne auf dem Podium. Als Referent oder Mitdiskutanten darf ich begrüßen Stefan Rappold von Benisch Architekten, Jan Wittfeld von Hader Wittfeld Architekten, Stefan Sinnig von Henn Architekten und Markus Müller. Ich sage ja immer gern des Abends, Präsident der Baden-Württembergischen Architektenkammer. Um vielleicht mal zu starten, wir diskutieren jetzt ja eigentlich schon heute Morgen ganz eifrig. Nachhaltigkeit, wo geht die Reise hin? Vielleicht einfach mal von jedem kurz eine Einschätzung, Exporeal. Ich habe es vorher schon gesagt, ich war gestern so ein bisschen schockiert, weil man noch viele trifft, die sagen, das Thema interessiert mich nicht. Nachhaltiges Bauen, Klimaschutz, erst wenn der Gesetzgeber das verlangt, dann machen wir das, aber jetzt so aus Eigenmotivation oder aus innerer Überzeugung nicht so sehr. Jetzt seid ihr alle quasi Überzeugungstäter des Themas. Vielleicht Stefan, mal mit dir anzufangen. Wie ist da deine Erfahrung? Nimmt das Bewusstsein zu oder ist es nach wie vor verdammt harte Arbeit, die Bauherren zu motivieren, nachhaltig zu bauen? Naja, ich glaube generell ist es ja mal so, dass das Thema beginnt ja nicht heute. Ne? Wir uns beschäftigt das Thema ja schon seit ein paar Jahren. Jahrzehnten kann man schon sagen, und dass es jetzt heute eher so auf so eine Ebene angekommen ist, dass jeder irgendwie da offen sein sollte und offen sein müsste, ich meine, das ist ja mal was Positives. Ob es leichter geworden ist, ich glaube, es ist nach wie vor genauso schwer, wie es früher war. Ne? Du hast es erzählt, es gibt unterschiedliche Bauherrenstrukturen, es gibt die privaten Bauherren, es gibt die Investoren, es gibt die öffentlichen Bauherren, und ich glaube, da ist schon zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt, wer ist wo offen. Ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist nach wie vor die große Herausforderung, um dieses Thema mit manchen Gesprächspartnern reinzukommen. Gerd, wir haben ja gestern auch schon ein bisschen diskutiert. Du hast auch gestern gesagt, harte Arbeit, bloß nicht missionarisch. Was ist deine Erfahrung? Ja, ich glaube einfach, man muss das als was Selbstverständliches versuchen zu implementieren. Und ich glaube, dass es, oder wir haben bessere Erfahrungen gemacht, wenn man das in den Workflow eines Projektes reinbringen kann. Ja, wenn ich direkt vorne den Wert so hochstelle, dann hat man teilweise vielleicht eine Abwehrhaltung. Ne? Also wir haben aber schon über 2/3 der Projekte, die also nicht nur zertifiziert werden, das ist ja eigentlich ein Standard, sondern wo man sagt, Credit-to-Credit-Fähigkeit, wo gehe ich hinüber hinaus. Aber wir haben eher so eine Etappen. Strategie, dass man das Vertrauen muss ja wachsen. Planen ist ja eine Vertrauenssituation und die sollte man vielleicht nicht am Anfang überfordern. Ne? Also das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir besser in einzelnen Phasen das implementieren, wohl wissend, dass natürlich man teilweise, man will ja möglichst früh die Experten mit reinholen, dass man dann nicht 100% schafft. Aber ich sage auch 70-75% sind eigentlich schon gut. Ja, und das ist Deutschland ist ein Land von Regularien, ja, und davon musst du natürlich die Leute überzeugen, dass die Regularien nicht mehr das Level sind. Also das ist, glaube ich, die größte Hürde eigentlich. Ne, wenn es fertig ist, dann, ich glaube, das wird ein Vervielfältiger werden. Wir haben ja die RAG-Stiftung gemacht, die Leute besuchen das extremst und das sind eigentlich die Vervielfältiger, die auch vertrauensbildend sind. Prozess ist, glaube ich, ein guter Stichwort. Da kommen wir eigentlich zur Architektur auch von Henn. Ihr seid ja auch eigentlich unterwegs jetzt auch mit Bauherren, wo es ja eigentlich eher darum geht, auch Produktionsstandorte für die Produkte zum Beispiel zu machen. Wie kriegt man die zu dem Thema nachhaltiges Bauen motiviert? Ja, also ein ganz schwieriges Thema. Wir haben vorhin auch drüber gesprochen. Gerade da, wo es einfach nur darum geht, sage ich mal, ein Stückwerk Produktion zu machen, damit Geld zu verdienen, ist natürlich wahnsinnig schwierig, das Thema zu adressieren. Aber in den letzten Jahren hat das Bewusstsein extrem zugenommen. Und jetzt mit Greta nochmal ganz immens. Also es gibt fast kein Projekt, das wir starten, wo das Thema nicht im Raum steht und wo es nicht diskutiert wird. Ich stimme aber vollkommen zu, es bleibt eine hohe Anstrengung, das ins Ziel zu bekommen. Es war uns aber extrem erfreulich zu sehen, dass die Bauherren das nachfragen und dass der Druck auch aus dem eigenen Team kommt. Auch das war früher ein gutes Stück Arbeit, da zu sagen, wir sind als Architekten nicht nur Gestalter, Designer, wir wollen es nicht nur schön, sondern wir wollen wirklich was bewegen. Und an der Stelle ist jetzt auch das Bewusstsein in der
breiten Menge im eigenen Team, im Team der Fachingenieure, der Fachplaner, nicht nur auf der Haustechnikseite, die sich sowieso intensiv damit beschäftigen, sondern auch mal beim Brandschutz und bei allen da mitzumischen. Und da stellt man schon fest, da hat sich extrem viel getan. Aber es kann noch weitergehen, weil was momentan immer noch schade ist, wenn man dann tiefer eintaucht in Zahlen, in Fakten und sein Gebäude besser machen möchte, dann stellt man fest, trotz Internet und aller Verfügbarkeit, es ist noch ein hartes Stück Arbeit, den Dingen auf den Grund zu gehen, was wirklich richtige und falsche Lösungen sind. Und da hoffe ich, dass alle zusammenwirken und dass da noch mehr passiert an der Stelle. Markus, aus deiner Perspektive mal quasi Landesebene, aber du bist ja auch sehr aktiv auf Bundesebene. Wie gesagt, hier viele Investoren, naja, wenn das mal quasi gesetzlich verlangt ist, dann machen wir es auch. Da hat man jetzt ja gerade nicht so das Gefühl, als ob das jetzt bald irgendwie ambitioniert gesetzlich verlangt werden würde. Was ist da so deine Einschätzung oder wie können wir da auch noch mehr Druck irgendwie ausüben? Ja, wir machen das ja gemeinsam auf Bundesebene und die Erfahrung ist natürlich, die Überschriften, die sind im Augenblick alle sehr akzeptiert. Alle sagen so im ganz großen Maßstab, wir sind für Nachhaltigkeit. Auf der operativen Ebene, wenn es komplexer wird, werden die dann schon vorsichtiger. Und das ist ja unsere Erfahrung, dass es denn natürlich 1000 Argumente gibt, warum hohe Anforderungen nicht umgesetzt werden, nicht gesetzlich normiert werden. Auch, sagen wir, das Durchdringen wirklich der Notwendigkeiten, da sind wir, glaube ich, noch bei weitem nicht am Ende. Wenn wir uns wirklich fragen, wie erreichen wir einen klimaneutralen Gebäudebestand, da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel nachzudenken, welche Strategien da erfolgreich sind, welche nicht. Und ich glaube, da sind wir wirklich am Anfang. Und da braucht es wirklich den Ehrgeiz, den wir auch als Architekten, Stadtplaner, glaube ich, ganz gut einfordern können, weil wir da eine vergleichsweise hohe Glaubwürdigkeit haben, wenn wir es denn selber ernst nehmen. Ja, Klimaschutz auf der anderen Seite, wir hatten es ja auch schon mal im Vorgespräch, gefühlt nehmen ja die Trends auch immer mehr zu. Also die Zyklen werden ja immer schneller, dann geht es auf einmal um Gesundheit, es geht um Kreislauffähigkeit, du hast gerade schon angesprochen, großes Thema aktuell Holzbau, so als gerade wenn es um Klimaschutz geht, wie kriegen wir die CO2-Emissionen der eingesetzten Materialien runter, jetzt geht es um Holzbau. Wie geht ihr damit um als Büro? Also wie weit lasst ihr euch treiben oder wo sagt ihr vielleicht auch, nein, das macht einfach keinen Sinn, weil? Naja, also wir haben natürlich, du bist ganz früh darauf angewiesen, dass du Experten reinbekommst. Und die Abwehrhaltung entsteht ja eben aufgrund der Komplexität, die dadurch zunimmt. Ja, und du musst, also wir sagen eigentlich, wir machen, bevor wir einen Vorentwurf anfangen, eine Pre-Setting-Phase, wir versuchen, den Bauherrn zu überzeugen, 3-4 Monate zu investieren, um das abzufragen. Weil Holzbau, das ist, kann sehr sinnvoll sein. Aber es ist nicht das Allheilmittel, ganz klar. Und das musst du einfach abwägen. Ne? Und wir neigen mittlerweile sogar dazu, teilweise Varianten mit bis zum Ende der Vorentwurfsplanung mitzuziehen. Und das ist ein Riesenaufwand. Aber wir haben vorher keine fundamentalen Daten, die auch, wo man seriös sagen kann, das ist es jetzt. Und ich glaube, das ist der Aufwand, den wir derzeit betreiben. Der wird auch nicht bezahlt. Ja, das muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Aber das ist halt die Suche nach der, ich habe ja eben Prozesse angesprochen. Ich glaube, dass sich das auch ändern muss. Du musst eben die Leistungsbilder da auch hin aggregieren. Ja? Und das sind auch die Kompetenzen, die wir als Architekten in Zukunft besetzen sollten. Ja, ich glaube, das sind wirklich die Punkte. Du hast Glaubwürdigkeit angesprochen. Ich glaube, Glaubwürdigkeit ist neben Prozesshaftigkeit eine der größten Goals, mit der unser Berufsstand arbeiten kann. Ne? Und da holen wir, glaube ich, auch die Bauherren ab. Also da bin ich überzeugt von. Ne? Und der dritte Punkt, dann bin ich auch fertig, ist Öffentlichkeit erreichen. Ne? Ich glaube, das sind Punkte, die unser Berufsstand wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal haben kann. Glaubwürdigkeit ist ja ein gutes Stichwort, Benisch Architekten. Wie geht ihr mit diesen ganzen Trendthemen um? Wir hatten ja letzte Woche auch kurz gesprochen, Holzbau. Ist es jetzt für euch was Neues? Wie geht ihr damit um? Was ratet ihr euren Bauherren? Also das Thema Holz ist definitiv was Neues. Nicht nur, weil wir mal mit Holz rumhantiert haben, meinen wir, oder sollten wir meinen, dass wir die Experten im Holzbau sind. Also da haben wir schon
noch eine Lernkurve hinter uns zu bringen. Aber lass mich vielleicht kurz, du hast gesagt, wir können auch ein bisschen kontrovers und wir müssen hier nicht alle der gleichen Meinung sein. Ich würde, also aus meiner Sicht, kann ich zwei Punkte, einen, den du und einen, den du angesprochen hast, würde ich so nicht stehen lassen wollen, für uns zumindest. Also was für uns eigentlich nicht funktioniert, ist, dass wir im Prozess die Bauherren dazu bringen, dass unsere Themen in Bezug auf, also wir reden ja jetzt immer über das Thema Nachhaltigkeit, ich kann das Wort schon kaum mehr hören, ne? Aber dass wir im Prozess ein besseres Miteinander und ein besseres Ergebnis erzielen. Unsere Erfahrung ist eher immer die, wenn wir die Messlatte am Anfang nicht hoch genug legen, es geht immer weiter runter. Die Gefahr ist, wenn wir es am Anfang nicht machen oder am Anfang nicht irgendwie versuchen reinzubringen, zu definieren, dann kriegen wir das nie wieder rein. Also die Messlatte muss für uns am Anfang sehr hoch sein, weil wir sie runter abspecken. Also ich habe es in fast keinem Projekt erlebt, wo die Messlatte irgendwie nach oben geht. Und das zweite Thema ist, ja, die Ingenieure und unsere Partner und unsere Berater, die lernen auch alle dazu, aber, also tut mir schrecklich leid, aber ich glaube, ich habe immer noch das Gefühl, wir Architekten lernen immer noch ein bisschen schneller als unsere Ingenieure. Also wir sind immer vorne und die kommen so langsam hinterher. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass unsere Bauherren oft meinen, sie haben doch irgendeinen Ingenieur beauftragt und der wird es schon hinkriegen, weil er irgendwann mal was von diesen Themen gelesen hat. Es ist einfach schade, dass wir nicht ein Team zusammenbekommen zu diesen Themen, mit dem wir beginnen können und wo wir gemeinsam was entwickeln können. Wir eiern hier bei vielen Projekten einfach rum, die Architekten werden beauftragt und dann sagen wir brauchen ein funktionierendes Team, wir brauchen all diese Themen, müssen abgedeckt sein und dann werden sukzessive irgendwelche Planer mit dazu addiert. Es ist aber kein Team und das ist vielleicht auch dieses Thema, wir brauchen, um diese Themen weiterzubringen, wir brauchen ein Team, dass wir im Endeffekt all diese Themen abdecken, all diese Themen bearbeiten können, auch, jetzt komme ich zum Thema Holz, wir brauchen da einen größeren Input auch für uns, dass wir mit dem Thema überhaupt anständig arbeiten können. Wenn wir das uns alle so Stück für Stück erarbeiten in unserer deutschen Gründlichkeit, ich glaube, wir brauchen ewig dazu. Ja? Wir müssen einfach ein bisschen mehr Kreativität an den Tag legen, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen. Möchten Sie da was zu sagen? Also ich glaube, so weit sind wir gar nicht voneinander. Was ich gemeint habe, ist einfach, dass wir heute ein gutes Stück weiter sind, als wir es noch vor 5 Jahren waren. Da mussten wir als Architekten in einer ganz anderen Weise motivieren und wirklich anschieben, genau in der Weise, um überhaupt irgendwelche Ziele zu erreichen. Heute ist erstmal das Bewusstsein da und die Fragestellung steht im Raum und sie bewegt alle. Und da hat sich schon was verändert, also in den Planungsteams. Ich glaube übrigens nicht, wir machen so viele Projekte als Generalplaner, Großprojekte aller Art. Wir haben es manchmal in der Hand, dass wir uns theoretisch die Fachplaner aussuchen, aber so einfach ist das nicht. Wir müssen als Architekten in der Lage sein, immer in unterschiedlichen Teams zu arbeiten, mit unterschiedlichen Menschen und müssen die trotzdem zum Erfolg bringen. Das ist eigentlich die Hauptkunst. Und da stimme ich jetzt wieder zu. Es ist natürlich unser Job oder unsere Aufgabe, erstmal die Idee zu platzieren. Wenn nicht von Vision sprechen, aber die Ideen zu platzieren und die müssen das Zugpferd dann für das Projekt sein, wo dann alle mit müssen. Und die Latte muss natürlich hoch liegen, über die alle springen sollen. Aber es ist nicht mehr diese Grundanstrengung, erstmal zu machen, Fragen zu stellen, wo man hin will oder wo man hin möchte. Aber ich stimme auch zu, es ist wahnsinnig schwierig, die Latte bis zum Ende hochzuhalten und nicht irgendwo abzusacken in Projekten. Und da hat uns unsere Erfahrung, gerade die Zertifizierung geholfen. Ich war immer der Überzeugung, selber zu sagen, für mich ist wichtig, dass das Haus gut ist. Ob es ein Label trägt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Aber bei den Gebäuden, wo wir mit hohen Ambitionen gestartet sind und das Label nicht erreichen mussten, stellt man fest, wie schwierig das ist, das dann am Ende ins Ziel zu fahren. Und da, wo man sagt, hier soll ein Platin-Label drauf, da wird es dann auch erreicht, weil der Bauherr die Überzeugung hat, damit auch ins Ziel zu laufen. Und diese Projekte waren für uns so extrem wichtig, weil wir aus denen so viel gelernt haben für alle anderen. Und darum ziehen die mit. Und ich glaube, das ist für alle Büros entscheidend, dass man immer wieder Zugpferde im Büro hat, die ein bisschen weiter oder schneller laufen als, sage ich mal, die große Menge. Und da kann man dann auch die ganzen Teams dahinter versammeln. Und ja, also ich glaube schon, die Begeisterung ist da und es geht schon ein Stück weit voran. Okay, gerne.
Ja, also wegen der Höhe der Latte. Ne? Also wenn Sie sich die Leichtathletik-WM angeguckt haben, dann werden Sie auch sehen, dass die Stabhochspringer eben nicht bei 6 Meter einsteigen, ne? Sondern bei 5,50 Meter. Und ich möchte noch mal ein klares Gegenplädoyer haben. Man sollte den Partnern die Chance geben, mit dem Projekt zu wachsen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir ein bisschen anders arbeiten, aber unsere Projekte modifizieren sich auch im Laufe des Projektes. Ne? Und wir können, vielleicht müsst ihr mal häufiger im Rheinland bauen, ne? Also, aber es ist einfach so, wir haben de facto sehr gute Erfahrungen gemacht, die Dinge nach und nach einzuführen. Ne? Vielleicht werden wir damit auch noch grandios scheitern. Ne? Also das hängt aber ja immer von den Köpfen ab. Und ich glaube, weil du sagtest, die Architekten stehen immer weit voran. Ne? Ich glaube, man sollte, was ja in Deutschland sehr selten gemacht wird, die Industrie mehr mit, das Know-how zum Beispiel von Industrie mehr mit reinholen. Ne? Ich glaube einfach, dass da ein hoher Wille ist in dem Bereich des nachhaltigen Bauens von Kreislaufwirtschaft. Und die können auch einen Beitrag leisten, weil die einfach über spezifiziertes Know-how verfügen, über das auch Fachingenieure teilweise nicht verfügen. Ne? Das ist eine Sache, die ich nochmal interessant finde, da eher den Schulterschluss zu suchen, was ja eigentlich bei uns ungewöhnlich noch derzeit ist. Ne? Also, dass man da früher reingeht. Bevor ihr, nee, jetzt gibt es ihm nicht das Mikro. Genau. Mal die Frage weitergegeben an dich. Die Latte hochhalten, großes Thema, Trends. Ich denke da auch natürlich die Rolle des Architekten. Wie halte ich denn die Latte hoch? Digitalisierung ist ja auch gerade so ein Thema, so eine gewisse Digitalisierungsromantik. Wenn mal alles digital ist, dann wird irgendwie alles gut. Wie siehst du das? Was ist da die Rolle des Architekten? Oder hat da nicht vielleicht eher der Architekt auch nachher ein bisschen das Problem, dass er dann außen vor ist, wenn wir hier quasi dann die Prozesse alle komplett durchdigitalisieren und vielleicht übernehmen das dann eher andere, diese Latte einnivellieren? Nö, ich glaube eher, dass solche Werkzeuge dazu da sind, Effizienz zu steigern. Also, dass wir Dinge nicht mehr tun müssen, die wir sowieso nicht so gerne machen. Wir haben unlängst mal uns überlegt, wie das so früher bei Wettbewerben war, wenn man nachts durchgezeichnet hat und im Wesentlichen noch koloriert hat, weil man, da muss man nicht viel denken, hat viel Zeit braucht. Das machen wir heute alles nicht mehr. Wir sind sehr viel effizienter und haben andere Möglichkeiten, im Datenaustausch Qualität zu erzielen. Aber ich glaube, gerade wenn man nochmal auf den Holzbau kommt, sieht man das ja sehr deutlich beim Thema modulares Bauen. Das scheitert ja schlicht an den Kapazitäten. Wenn wir wirklich jetzt sagen würden, wir versuchen das innerhalb von wenigen Jahren zu multiplizieren, dann sind schlicht die Firmenproduktionskapazitäten gar nicht da in Deutschland, um das so herzustellen. Das heißt, man muss bei diesen ganzen Prozessen auch immer schauen, was ist denn neben dem Kernthema, das wir haben, nämlich der Gestaltung von Räumen, von Gebäuden, von städtebaulichen Zusammenhängen, was ist an Kapazitäten da, welche Entwicklungsschritte müssen wir im Einzelnen machen, um das tatsächlich irgendwann auf den Boden zu bringen. Und das ist, also ich habe mir irgendwann angewöhnt, mir kommt es immer ein bisschen so vor wie Weihnachten bei meiner Tochter. Die fragt immer am Anfang, sie hätte gern was und sieht ja nur das Ergebnis. Und die Eltern sind dafür da, die Schritte dazwischen zu machen, so das kleine Einkaufen, Geld verdienen vorher, verpacken und dann unter den Baum legen. Und das, glaube ich, darüber zu diskutieren, wie können wir operativ an vielen Stellen besser werden? Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und im Übrigen bei den drei Büros, die hier sind, da brauchen wir auch die starken Vorbilder, die eben auch wirklich sagen, wir stehen dafür, weil das eben, sagen wir, mitzieht, eben nicht nur im Büro, sondern eben unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja, wenn die das machen, dann muss das ja gut sein. Und das ist, glaube ich, auch das Gute an diesem Diskurs in der DGNB, dass wir da einfach das vorantreiben und dann multiplizieren in der Architektenschaft insgesamt. Okay, jetzt haben wir ja viel, jetzt komme ich wieder zu dir zurück, Vorbilder. Ja, unser Thema ist ja nachhaltige Architektur der Zukunft. Was ist deine ganz persönliche Meinung? Was sind die Themen denn der nächsten Jahre oder wo müssen wir noch viel, viel mehr tun? Also ich kann dir die Antwort jetzt wirklich so jetzt
nicht geben. Also es ist schon extrem schwierig. Ne? Ich glaube nur einfach, ich meine, wenn wir über nachhaltige Architektur reden, in den letzten Jahren, wie wir das getan haben, wir versuchen immer zu formulieren, dass wir auch wegkommen müssen von den reinen Zahlenwerten, von den reinen Listen, die wir auszufüllen haben. Ich meine, du hast es vorher beschrieben, ne? Die Projekte sind immer besser geworden, wenn es einen Bauherrn gab, der sich ein Label als Ziel gesetzt hat. Wir haben oftmals die Erfahrung gemacht, wenn das Ziel mal vorgegeben war, ich will ein Label erreichen und ich muss aber dazu nur gewisse Listen ausfüllen mit auch sinnvollen, aber auch unsinnigen, sage ich mal, Themen, dann wird das Haus nicht besser. Ich glaube, wir müssen auch die Qualität in den Häusern bewerten, generell, auch wenn es nicht unbedingt da reinführt, dass ich irgendwo in einer Liste einen Credit kriege oder nicht bekomme. So, da müssen wir ein Denken voranbringen, das ein bisschen weiter drüber hinausgeht, als nur zu sagen, ich mache es nur mal auf das. Ich mache es in Holz, ich mache es in Beton, ich habe eine ganz besondere Nutzung vom Grauwasser, wie auch immer. Ich glaube, es ist ein extrem komplexes Thema und ich glaube, es sind viele Aufgaben, die wir da vor uns haben. Ich glaube, alles, was wir angelegt haben, über was wir alles nachgedacht haben in den letzten Jahren, das ist alles ein guter Startpunkt. Nur wir müssen jetzt einfach mal das ein bisschen auch in die Bauherrschaft und in dieses Realisieren reinbringen. In die Breite und natürlich schon auch das Thema... Hallo? Ich würde nicht sagen in die Breite, wir müssen eins aufpassen. Wir müssen in der Breite den Informationsaustausch finden. Aber wir brauchen, und darüber haben wir uns vorher auch unterhalten, wir brauchen immer die Leuchtturmprojekte, wir brauchen immer die Projekte und die Themen, die einen Schritt weitergehen. Ansonsten nivellieren wir uns in den nächsten Jahren auf so einem Niveau ein. Wir haben über die NF vorher geredet. Die NF, die wird ja auch immer ambitionierter und man hat dann immer das Gefühl, ja, was haben wir eigentlich vor den letzten 5 Jahren gemacht? Wir müssen da an die Leuchtturmprojekte wirklich ran und Maßstäbe setzen und dazu brauchen wir Bauherren, Planer, Architekten, alle Beteiligten, die Industrie, da gebe ich dir absolut recht, dass wir diese Projekte sehen, um uns da irgendwie weiterhangeln zu können. Leuchttürme, Gerd, für dich Themen, wo du sagst, das sind eigentlich jetzt so für euch vielleicht auch gesetzt die Themen der nächsten Zeit. Du hast vorher auch Kreislaufwirtschaft schon mal angesprochen. Also auf jeden Fall, ne? Weil das Machbare in einzelnen Schritten ermöglicht. Ich glaube, was uns sehr interessiert, ist, die Dinge auch zu monitoren. Ne? Also ich glaube, mir fehlt viel zu sehr der Erkenntnisgewinn. Also ich glaube, wir kommen eigentlich nur weiter, wenn wir die Sachen auch messen. In allen anderen Disziplinen werden die Dinge auf ihre Leistungsfähigkeit auch nachher kritisch hinterfragt und gemessen. Ne? Und ich glaube, dass das Gebäude, dass wir als Architekten eben diesen gesamten Zyklus sehen müssen und da haben wir die guten Argumente. Ne? Also wenn man merkt, dass so ein Haus auch wirklich, dass der Krankenstand runtergeht, zum Beispiel in solchen Gebäuden, das sind die Argumente, mit denen du alle abholst. Weil ich glaube, Architekten, wir können uns alle total wichtig nehmen, aber wir sind nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Ja? Und ich glaube, du musst die Leute abholen. Du musst sie abholen und das sind Fakten. Also ich glaube, wir haben stark an faktenbasierte Entscheidungen und damit kommen wir weiter. Monitoren, Leute befragen, messen und die Dinge wieder einzuspeisen. Ne? Also auch wegzukommen von dem uniken Projekt, das jedes Mal ein Kampf ist und Latte auflegen und so. Ne? Ist mir alles viel zu anstrengend. Ne? Ich glaube, ne, wirklich. Ich meine, gucken Sie sich doch mal die Automobilindustrie an. Ja, die haben jetzt ein kleines Loch, aber wie die arbeiten, ja, wie die sich vorarbeiten, ja, wie auch Industrieprodukte entwickelt werden. Und ich glaube, du musst einfach dahin kommen, ein Produkt zu perfektionieren. Und dafür brauchst du Rückmeldung, auch von Nutzern. Glaube ich, gute Überleitung. Automobilindustrie, kann man viel lernen. Was sind bei Ihnen so die Themen, wo Sie sagen, da geht die Reise vielleicht nach heutigem Stand hin, gefühlt? Ja, also ich glaube, so viel können wir aus der Automobilindustrie jetzt nicht fürs nachhaltige Bauen lernen, 1:1. Also natürlich ist, was richtig ist, da ist ein hoher Perfektionierungsgrad. Das ist erstaunlich, was man da über 30, 40 Jahre erreicht hat, was da heute ist. Und wenn, dann können wir vielleicht in der Endproduktion mit wie wenig Einsatz ein maximal perfektes Produkt entsteht. Daraus könnte man im Bauen sehr viel lernen. Wenn ich heute auf unsere Baustellen gehe, dann wird es manchmal ganz anders. Also
wir sind ja eins von den Büros, die immer 1 bis 8 machen. Das heißt, wir betreuen unsere Baustellen selbst und das ist, also der Müll, der da anfällt und alles, also das ist ein Wahnsinn. Und da könnte man sehr, sehr viel tun und da könnte man garantiert was aus der Autoindustrie, wenn man in Fertigungen reingeht, eine ganze Menge lernen. Das ist aber, glaube ich, ein Randthema, weil das ist nicht das Wesentliche. Also für uns ist einfach, wir lernen aus jedem Gebäude und zwar einfach dahingehend, das beginnt bei der Nutzung. Für uns ist eigentlich nachhaltiges Bauen und das Wort, ich tue mich auch immer so schwer, weil aus meiner Sicht so richtig nachhaltiges Bauen gibt es ja nicht. Erstmal ist Bauen ein Stück weit Zerstörung von Umwelt. Ja? Also wir wenden Energie auf, wir produzieren CO2, um etwas zu erzeugen. Und wenn wir das machen, dann muss es einen Zweck sinnvoll erfüllen und dauerhaft erfüllen. Und darum ist es mir viel, viel wichtiger, wir sind erstmal die Räume und das ist sehr, sehr wenig messbar. Also manchmal können wir natürlich CO2-Werte oder Energiewerte auf einen Quadratmeter wegen mir sogar Nutzfläche messen. Wenn die Nutzfläche aber nicht gut ist und die Menschen da drin nichts anfangen können in dem Haus und das sehen wir sehr, sehr oft, wenn wir durch Gebäude gehen, dann nützt man auch nichts, wenn der Energieverbrauchswert relativ niedrig ist. So, also erstmal beginnt es damit, dass wir uns mit der Nutzung zu 100% auseinandersetzen und zwar in der absoluten Tiefe und dann als zweites mit dem Ort und dann lernen wir schon sehr, sehr viel und dann ist nicht die Frage entscheidend, ist es Holz oder welches Material ist es, sondern dass man die richtigen Antworten findet, weil als Architekt muss man vom ersten Tag vom Wettbewerb bis zur Baustelle jeden Tag Entscheidungen treffen und die kann man immer links oder rechts treffen und je mehr man die Fakten basiert in der richtigen Weise trifft, desto besser wird das Haus. Und darum ist es aus meiner Sicht schon, stimme ich auch zu, ein langes Lernen in jedem einzelnen Projekt. Wir schaffen nur Prototypen, um da hinzukommen, am Ende möglichst wenig nicht nachhaltige Gebäude zu schaffen. Möglichst wenig nicht nachhaltige Gebäude. Markus, dein Schlusswort, nachhaltiges Bauen der Zukunft. Wir haben vorher gehört, raus aus der Checkliste. Vielleicht mehr in Prozesse rein. Die Frage, was baue ich überhaupt? Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen mehr Mut, uns mal was zu trauen, auszuprobieren. Ja, und vielleicht auch zur Kenntnis nehmen, relativ viele Gebäude stehen ja schon. Also wir reden ja über Neubauen die ganze Zeit. Und das, was wir eigentlich tun und was, wo wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen können, ist, wie weit müssen wir denn das alles verändern, was jetzt schon da ist? Und was sind da intelligente Strategien, mit umzugehen? Ich glaube, das ist so wahnsinnig viel Potenzial drin. Und ich finde ein Thema bei den ganzen Diskussionen, die wir im Augenblick haben, es ist ein riesengroßer Innovationstreiber. Und ich glaube, da anzusetzen und zu sagen, wir sind eine Innovationsbranche, wir denken die Zukunft und wir gehen da optimistisch ran. Wir haben grandiose Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur im Hochbau, also was Städtebau relevant ist, wie gehen Energieversorgungsstrategien, die sich eben nicht nur auf Gebäude beziehen, sondern vielleicht im Quartier oder sonst. Ich glaube, da gibt es so viel zu tun, wo es zu denken gibt und das müssen wir einfach einfordern. Und da glaube ich, da steckt sehr viel Potenzial auch in unserem Land noch, sehr viele Reserven, weil wir so eine Kultur haben, dass wir solche Themen anpacken. Schön. Vielen Dank. Also so richtig den Stein des Weisen haben wir uns jetzt noch nicht drauf geeinigt, was nachhaltiges Bauen der Zukunft ist. Aber das ist ja auch Teil dessen, warum es so Spaß macht. Es ist quasi ein permanentes nach vorne schauen und gucken, was ist als nächstes da. Ganz herzlichen Dank an euch alle. Mehr Mut, raus aus der Checkliste, nehme ich mir natürlich auch mit als DGNB. Ganz lieben Dank.